Hallo, hallo und herzlich willkommen zum ersten Tutorial für Cray. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin euer Xau und wir legen auch gleich los. Heute möchte ich euch im allerersten Tutorial erstmal die Grundelemente und die Basics für den Cray Editor erläutern, erklären und mit euch durchgehen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Denn als allererstes, wenn wir uns die Steuerung anschauen, ich denke, die Steuerung ist jetzt vielleicht nicht so unbedingt das, wo wir jetzt größere Probleme erwarten sollten. Aber dennoch gehen wir mal ganz kurz ein bisschen da rein und schauen uns das mal ganz kurz an, wie das genau funktioniert. Nicht, dass dann einer sagt, ich weiß nicht, wie man die Kamera dreht. Dann gehen wir in die Einstellungen. Und zwar habe ich in den Einstellungen einen kleinen Tipp für euch, der euch vielleicht viele Nerven und Zeit ersparen. Vor allem jetzt noch in der frühen Alpha-Phase. Dann werden wir uns den Terrain-Editor anschauen. Und zwar werden wir die ersten paar Hügel ziehen für unser zweites Spiel. Dann werden wir natürlich das Ganze auch noch ein bisschen anmalen, denn aktuell ist hier alles ein bisschen grau. Das ist vielleicht nicht so schön. Das schauen wir uns auch mal an und ich werde euch ein paar Tipps geben, wie etwas ganz cool aussehen kann. Dann werden wir uns noch die Props anschauen, die wir zur Verfügung haben. Mit den Props werden wir auch noch ein paar Kleinigkeiten erklären, wie man zum Beispiel die Größe verändert, was man mit den Props so machen kann, etc. und so weiter und so fort. Anschließend werden wir das Ganze mit dem Finish abschließen und zwar mit dem World, was ihr oben links sehen könnt. Und da können wir nämlich dann das Ambiente einstellen, also sprich zum Beispiel, wo die Sonne stehen soll, ob überhaupt eine Sonne da sein soll, ob wir Nebel möchten und lauter so Spielereien. Das sehen wir dann aber nochmal genauer. So, aber kommen wir als allererstes zur Steuerung. Und zwar haben wir bei der Steuerung eigentlich ganz normal WASD, also sprich mit WS rein raus, AD links rechts. Und mehr ist das eigentlich auch schon gar nicht. Dann haben wir die rechte Maustaste, mit der können wir die Kamera drehen. Also sprich nach oben, nach unten, nach links, rechts, was auch immer. Können auch gleichzeitig dabei WASD benutzen. Werdet ihr relativ viel so machen. Dann haben wir noch die linke Maustaste, mit der können wir einen Kasten ziehen. Wenn wir mehrere Props haben, können wir die in einem Zug zum Beispiel verschieben. Was haben wir noch? Linke Maustaste gedrückt halten, mittlere Maustaste gedrückt halten. Da können wir die Kamera zentriert drehen, wie ihr sehen könnt, um ein Zentrum herum, also so eine Art Orbit-Kamera. Und Scrollrad haben wir noch zum Rein- und Rauszoomen und das war's eigentlich auch schon. Wobei man sagen kann, Scrollrad und WS sind, verhalten sich ziemlich identisch, außer dass Scrollrad ein bisschen zügiger irgendwie geht. So, ja, das ist eigentlich alles zur Steuerung. Dann gehen wir in die Einstellungen. Empfehle ich euch sofort bei Beginn zu machen, denn aktuell in der frühen Alpha-Phase haben wir ein kleines Problem. Zumindest ist das bei mir so. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so sein wird. Und zwar die Backups. Das Spiel oder der Editor hat die Eigenschaft, alle 10 Minuten oder so ein Backup zu machen. Was ja an sich eine schöne Sache ist. Das Problem ist nur, bei mir ist es oft so, wenn er ein Backup macht, manchmal klappt es, manchmal nicht. Wenn es aber nicht klappt, dann bleibt das Spiel hängen, also der Editor, und ich muss neu starten. Das Problem ist aber, er hat den Backup nicht abgeschlossen. Das heißt, alles bis zum letzten Backup oder Save, der funktioniert hat, ist verloren. Und das nach 10 Minuten kann das schon ziemlich viel sein. Deswegen habe ich mir angewöhnt, den Backup gleich auszumachen und selber zu speichern. Denn das selber Speichern hat bei mir bisher immer funktioniert. Ich lasse ihn dann in Ruhe, ich gehe mir einen Kaffee machen oder sonst irgendwas. Das dauert dann je nachdem 5 Minuten und dann ist alles gut und ich kann weitermachen. Beim Backup hatte ich jetzt eigentlich 90% war es so gewesen, der automatische Backup hat es verkackt. Und selbst wenn ich ihn in Ruhe gelassen habe und das war einfach sehr viel Zeit, die ich dadurch verloren habe. Und es hat mich jedes Mal sehr geärgert. Aber ich möchte, dass ihr dieses Problem nicht habt, wenn ihr das jetzt in der frühen Alpha schon benutzen wollt. Das werden die natürlich auch beheben, das Problem, hoffe ich zumindest. Und genau, damit ihr dieses Problem einfach nicht habt und nicht diesen Ärger habt und dann frustriert seid und dann damit aufhört. Ja, genau. Deswegen macht am besten Backup. Standardmäßig ist es an. Ja, so ist es aus. Kann ich euch nur empfehlen. Dann haben wir die Optionen. Ich glaube, das brauchen wir nicht erklären. Hier könnt ihr die grafischen Einstellungen einstellen. Ist natürlich abhängig davon, wie gut euer PC ist. Stellt es niedrig. Also übertreibt es einfach nicht von der Leistung her.
Sonst habt ihr dann nachher ein Problem, dass das Spiel anfängt zu laggen und ihr könnt dann nicht schön da im Editor arbeiten. Das ist ja auch wichtig, dass man einen schönen Workflow hat. Audio, glaube ich, selbst erklären könnt ihr euch hier auch einstellen. Wie ihr beliebt, ist euch überlassen. So, ja, dann kommen wir doch zum allerersten richtigen, wichtigen Aspekt in einem Editor, das Terrain. Ja, liebe Leute, wenn man natürlich ein Gebäude erstellt, wo man sich nur in dem Gebäude befindet und vielleicht keine Fenster hat oder was weiß ich, wo man nichts von der Außenwelt sieht, dann braucht man natürlich jetzt nicht unbedingt ein Terrain. Aber ich gehe mal davon aus, dass 80% der Spiele nicht in einem Gebäude stattfinden werden, sondern eher irgendwo in der freien Natur. Denn die Grafik hier in diesem Spiel ist so schön und auch die Standard-Props sind so schön gestaltet, dass es sich lohnt, zum Beispiel eine schöne Insel zu bauen. Und auf dieser Insel dann, ja, weiß ich nicht, Monster umzuhauen. Keine Ahnung, was man halt so machen möchte. Deswegen machen wir das jetzt mal. Und zwar haben wir hier Terrain. Kann man auch F1 drücken übrigens. Also ich kann auch F2, F3 oder F4 drücken. Ist euch überlassen, ob ihr jetzt hier oben klickt oder mit den Tasten euch durchklickt. Ich habe mir angewöhnt, das hier per Maus anzuklicken. Ich weiß auch nicht. Ich bin immer so begriffsstutzig. Ich muss dann trotzdem nachschauen. Was war das nochmal? F1? Achso, ja. Okay, und dann bin ich eh schon mit der Maus da. Deswegen mache ich das gleich mit der Maus. So, dann haben wir unten eine Leiste von diversen Funktionen im Terrain-Editor. Und zwar einmal, hier können wir einen Hügel ziehen. Einfach mit der linken Maustaste gedrückt halten. Ihr könnt einfach alles damit zaubern, wie euch das beliebt. Ihr könnt Höhlen machen. Ihr könnt Hügel machen. Es ist alles möglich. Und es ist super einfach, sehr smooth. Erinnert mich ein bisschen so an Wildlands, ne? So vom Editor her. So, jetzt hier der erste Eindruck. So, haben wir hier so einen schönen Felsübergang hier gemacht. Ah, sieht das toll aus. So, genau. Und dann mit wiederum E gedrückt halten, kann man das Ganze auch noch ein bisschen abflachen, dass das nicht so, ja, kantig aussieht. Dann macht er alle so ein bisschen runder. Wenn man das möchte, muss man nicht. Es gibt ja auch spitze Kanten, vor allem bei Bergen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel eher so eine Hügellandschaft haben will, dann ist das ja meistens eher ein bisschen abgeflacht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, ich möchte hier so einen schönen Hügel haben, dann kann ich das hier so ein bisschen abflachen. So, dann habe ich hier einen wunderschönen, smoothen Hügel, über den man schön laufen kann. So. Genau. Dann gibt es hier den hier, denn wie man ja sieht, das ist ein Kasten. Demnach wird das Ganze hier natürlich auch etwas eckiger, wie man sehen kann. So. Also ich bastel jetzt hier einfach mal ein bisschen was hin. Oder wenn man es ein bisschen höher haben will, dann gibt es ja auch noch so eine erhöhte Stufe. So. Schön. Machen wir ja so eine Art kleinen Canyon oder so. Und dann gibt es das Ganze auch nochmal in rund, also wie hier, nur dass das hier ein bisschen runder ist. Was das Ganze auch ziemlich cool macht, denn wie wir sehen können, ist das hier alles ein bisschen runder. Das macht es ein bisschen realistischer als wie hier diese eckige hier. Aber das kann man dann selber entscheiden, wie man das möchte. Man kann natürlich auch alles selber hochziehen und selber bestimmen, wie man das möchte. Das sind theoretisch keine Grenzen gesetzt in der Kreativität. Beziehungsweise sage ich mal so, eure Kreativität ist die Grenze dieses Spiels. So. Genau, dann machen wir noch ein bisschen flach hier an manchen Stellen. So. Dass ja nicht alles zu hart wird für unseren Vorhaben hier. So. Das sieht doch schon mal gar nicht mehr so schlecht aus.
Okay. Dann haben wir den Terrain-Editor erledigt. Jetzt kommen wir zum Painten. Da kann ich euch noch ein paar schöne Tipps geben. Ich habe damit ja auch schon ein bisschen rumprobiert und so weiter. Ist natürlich auch hier in dem Fall eigentlich jedem selbst überlassen, wie er das macht. Und zwar haben wir diese Terrains zur Verfügung. Ich zeige euch jetzt mal die Unterschiede. Also wir haben hier einmal eine wunderschöne Blumenwiese. Dann machen wir nochmal hier so ein bisschen. So. Hier so ein bisschen. So. Also, wichtig ist, also für mich persönlich ist es so, dass optisch finde ich es immer schlimm, wenn man von etwas zu viel macht. Meistens ist das größte Problem von vielen Leuten, die sowas machen oder auch in Scrap Mechanic oder sowas, dass sie von etwas zu viel machen. Es muss Abwechslung drin sein, also sprich, dass man solche Fleckchen macht, ja, also so Blumenwiesen gibt es schon, so größere Blumenwiesen. Meistens sind das aber dann tatsächlich solche Flecken hier, ja, also sprich, dass man hier so einen Fleck hat, dann hat man hier hinten vielleicht mal noch so einen Fleck, so. Ja, damit das einfach nicht too much wird, sonst sieht das irgendwie so unnatürlich aus. So. Und dann macht man am besten irgendwas anderes noch dazwischen. Dann gibt es den hier. Warum der an der zweiten Stelle ist, weiß ich nicht. Aber mit dem kann man das Ganze wieder entfernen. Dann gibt es die normale Wiese. Also sprich, da wo eben halt keine Blumen sein sollen. Das wäre jetzt hier die perfekte Ergänzung zu unseren Wiesenflecken hier. Ah genau, vielleicht sollte man das vielleicht auch noch ein bisschen dazu jetzt erwähnen. Und zwar, wenn man jetzt die Blumen hier an diesem Felsrand hier macht, wie man hier sieht, ja, dann sieht man, wenn es zu steil wird, wo er keine Pflanze aufrecht hinsetzen kann, da kommt dann hier so ein Felsen, wie ihr sehen könnt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen, ja, hier, da kommt dann dieser Felsen. Das ist eigentlich super cool gelöst und es gefällt mir ausgesprochen gut. Und das sieht halt dann auch sehr authentisch aus, weil einfach die Übergänge so ein bisschen passen. Und bei der Wiese ist das dann genauso. Da ist halt aber dann ein anderes Element am Rand, wie ihr sehen könnt. Und da habt ihr dann hier im Prinzip eher so ein steiniges Flair. Und bei dem hier mit den Blumen, da hat man eher so einen moosigen, ja, so Stein, aber moosbedeckten Untergrund. Also sehr, sehr, sehr cool. Also eher so wie lebendiges Gestein. So, genau. Dann haben wir die Wiese, wie ich schon erwähnt. Man muss ein bisschen aufpassen, man überschreibt sehr schnell, auch wenn man nicht drüber geht, seine Blumen jetzt in unserem Beispiel. Aber das macht nichts. Man kann hier einfach wieder neue Blumen draufsetzen. So. Und dann kriegt das Ganze hier einen richtig schönen Flair. Mit einer tollen Sommerwiese. Ach, das ist schon wirklich... Also... Ach, das ist, macht einfach unglaublich Spaß, ja. Man muss nicht irgendwelche komplizierten Sachen machen. Klar ist es ein bisschen schade, dass man nicht seine eigenen Texturen einbringen kann. Also zumindest ist mir da aktuell nichts bekannt. Vielleicht kommt das auch noch. Aber sind wir mal ehrlich, wir sind alle keine Grafikdesigner. Wir würden eh keine eigenen Texturen hinkriegen. Also zumindest keine ansehnlichen. Und dann lieber hier so vorgefertigte Texturen... Man muss aber auch dazu sagen, 80%, also nicht 80%, aber sehr viele Spielehersteller nehmen inzwischen irgendwelche Templates her, die schon existieren und machen da selber gar nichts mehr. Also zum Beispiel, wenn man jetzt an Unreal Engine denkt oder sowas, wenn man da im Marktplatz guckt, da gibt es ja eine Handvoll von schönen Texturen, sogar kostenlose Texturen, die alle so super aussehen. Warum soll man sich die Mühe machen, da eigenes zu entwickeln für viel, viel, viel Geld? Kostet ja Zeit und Zeit ist Geld. Und ja, da greifen inzwischen sehr viele einfach nur noch auf diese
Templates. So, ja, dann machen wir mal das nächste. Und zwar haben wir jetzt hier diesen felsigen Untergrund, der hier zum Beispiel für hier sowas ziemlich cool ist, ja. Vielleicht ist der Übergang ein bisschen hart. Muss man dann einfach ein bisschen ausprobieren. Vielleicht da dann eher ein bisschen mit Wiese noch arbeiten. Aber jetzt hier zum Beispiel hier unten unter diesen Steinfelsen hier würde wahrscheinlich unwahrscheinlich nur was wachsen. Deswegen grundieren wir jetzt das hier mal so. So. Höhlen sind immer ein bisschen schwierig, weil man in die Höhle im Prinzip rein muss und dann hier, ja, wie ihr seht, so unten nach oben gucken. Aber so sieht das schon mal ziemlich geil aus. Und wie ihr seht, wenn man jetzt hier so ganz leicht mal hier so drauf tippt, hier, ne, dann wird ja so ein bisschen Grün reingemischt in diesen Stein hier. Und das sieht halt dann schon saugut aus. Also das ist schon ziemlich krass, ne? Kann man auch hier oben auf dem Berg hier mal sowas hinmachen, so einen kleinen Fleck. So. Das sieht schon ziemlich krass aus. Also da müssen wir schon ehrlich sein. So, dann gibt es hier noch einen anderen Stein. Der ist ein bisschen anders da. Der eignet sich, also ich weiß nicht so genau, was dieses Gelbe hier sein soll, aber mein Glaube ist, dass das hier so ein bisschen für in die Höhle ist. Also sprich, dass wir hier so die Schieferplatten, also die Platten selber sehen, wäre auch super für einen Canyon. Für einen Boden jetzt hier zum Beispiel, finde ich, passt es nicht. Aber in eine Höhle passt das super gut. Ich finde, das sieht ein bisschen aus wie Gold. Ich weiß nicht, seht ihr das auch so? Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Also ich finde, das sieht optisch so ein bisschen aus, als wäre das Gold. Deswegen passt das super geil in eine Höhle. Aber für einen Rand hier, ja. Also wenn wir jetzt hier mal hier so einen Felsblock hier haben, finde ich, sieht das super cool aus. Oder auch super geil, um mal hier sowas, so einen Akzent reinzumischen, ja. Mal so einen braunen Akzent. Muss man nur aufpassen, dass man nicht zu viel macht oder nur so Elemente. Ja, wie man sieht, das sieht dann schon... Ja, das ist der Falsche. Das sieht dann schon ziemlich cool aus, wenn man mal hier so ein... kleine braune Flecken reinmacht, damit das nicht alles so hundertprozentig gleich aussieht. Kann man machen, muss man aber nicht. Oder man macht es, wo es noch besser aussieht, ist halt, wenn man das in ein Objekt reinsetzt, wo es eh schon so braun ist, also in unseren Erdfelsen hier. Da wäre dann zum Beispiel der Kontrast etwas geringer und es würde dann nicht so ins Auge stechen. Also kann man ein bisschen rumspielen. Wichtig ist halt, damit etwas gut aussieht, ist, dass nicht alles so einheitlich aussieht, dass man wirklich so Akzente reinsetzt, damit das einfach ein bisschen unterschiedlich aussieht. So, dann haben wir das nächste. Das hier, glaube ich, sieht man ja schon von Hause aus, was das ist. Und zwar ein Weg. Kann man hier einen schönen Weg basteln. So. Schön. Man kann natürlich auch hier den Weg wieder wegmachen. Zum Beispiel würde ich sagen, das hier war nicht so geil. Dann macht man ihn wieder weg. Oder wenn man sagt, ich möchte einen schmaleren Weg. Das geht natürlich auch. Machen wir wieder hier ein bisschen Grün drauf. Indem ich einfach hier den Rand hier so setze. Ja, dann kann ich hier so einen ganz dünnen Pfad hier machen. Geht auch. Ja? Also da kann man so ein bisschen rumspielen. Das ist eigentlich auch schön. Meistens hat man in solchen
Editoren einfach zu viel Auswahl, ja. Also an Props haben wir sowieso unglaublich viel Auswahl, aber an Texturen. Also wenn ich da, ich habe ja auch mal mit Unreal Engine gearbeitet, so ein bisschen schon. Und wenn man sich das mal anschaut, bis man da erstmal eine Textur fertig hat, die man wirklich benutzen will, dann vergeht erstmal ein halbes Jahr gefühlt, vor allem als Anfänger. Und wenn man dann aber seine Texturen erstmal alle fertig hat, dann hat man da, keine Ahnung, gefühlt 20 Millionen Texturen und weiß gar nicht, was man benutzen soll. Und das finde ich halt schon ein bisschen immer anstrengend. Deswegen finde ich das hier ziemlich cool, dass man ja einfach nicht zu viel Auswahl hat, sondern dass man eine Handvoll Auswahl hat und dann sagen kann, ja, okay, ich möchte jetzt hier grün haben, ich möchte jetzt hier Blumen haben, ich möchte hier jetzt eher, keine Ahnung, Wiese haben. Also das ist sau cool, ne? Dass das einfach nicht zu viel ist. Meistens gibt es einfach zu viel. Und das ist auch oft beim Supermarkt zum Beispiel so, ja. Also wenn man in den Supermarkt geht, dann hat man immer meistens zu viel Auswahl und man weiß gar nicht, was man nehmen soll, weil es einfach zu viel davon gibt. Und ja, dann hat man so echt so ein Qual der Wahl. Ja, und wenn man zum Beispiel jetzt in Lidl oder Aldi geht, ich persönlich gehe nicht zum Lidl oder Aldi, aber wenn man da hingehen würde, dann hat man nicht so viel Auswahl. Dafür fällt einem halt vielleicht das Einkaufen ein bisschen leichter und man kauft nicht so viel Schmachsen ein. Das hier ist so, ja, schwarzer Boden. Ich nehme mal an, das kann man so als Magma-Boden benutzen oder für so richtig tief schwarzen Fels. Eigentlich eine sehr coole Optik. Aber so jetzt speziell habe ich das noch nicht benutzt. Man kann natürlich auch, warte mal, machen wir mal hier mal einen etwas höheren Berg. Schön. Okay, hier noch ein bisschen. So. Man kann natürlich hier jetzt, es gibt nämlich auch Schnee. Also man kann da entweder hier Schneeboden machen, ja, geht auch. Oder man hat hier eine eher grüne Landschaft, ja. Also wenn ich mir jetzt hier mal so die Alpen ein bisschen vorstelle, ja. So. So, dann machen wir hier. Wobei das ja eher der Höhlen. Ja. Ist immer ein bisschen schwierig. Muss man immer ein bisschen ausprobieren, was man halt nimmt. So. Wiese hin. So. Und dann kann man hier oben so einen kleinen Schneefleck hier hin machen. Und dann sieht es so aus. Warte mal, ja, von hier aus sieht man es nicht. So. Und dann sieht es aus, als wäre das so weit oben, dass da Schnee drauf liegt. Super cool. So, ja, das ist eigentlich so grob der Paint-Editor, womit man painten kann. Eigentlich eine simple Sache. Kennt man aus dem Malbuch. Wie man das dann im Endeffekt anmalt oder wie einem das gefällt oder so, das muss man halt dann selber entscheiden. Jeder hat da ja so seine eigenen Vorstellungen, wie sowas aussehen sollte oder wie das gut aussieht. Das muss man halt selber entscheiden. Also das ist so hier meine Erfahrung, wie ich persönlich es als gut aussehend empfinde.
Der eine sagt vielleicht, na, meins ist es nicht. Ich finde, das sieht voll komisch aus. Der andere sagt, boah, krass. Jetzt will ich das Spiel auch. Oder den Tool. Oder das Tool. Das, ja. Muss man halt selber sehen. So. Ich finde es schön, wenn man halt immer so verschiedene Texturen sieht. Und, nicht so viel von einer Sache sieht, weil oft hat man das Problem, dass man sich an sowas sehr schnell satt sieht und dann sieht das alles so wiederholt aus und dann wirkt das so wirklich so, ja, so unnatürlich, ne? So. Oh, das sieht doch ganz, recht ganz cool aus. Hier ein bisschen Wiese. So. Genau. Voilà. Haben wir eine wunderschöne, recht coole und ziemlich schnell in, ja, keine Ahnung, 20 Minuten eine richtig coole Landschaft erstellt. Also zumindest so ein bisschen hier was. Ist natürlich jetzt nur ein winziger Teil von einem richtigen Level jetzt hier, aber ja, ist schon mal hier so ein bisschen was, was man hier entdecken kann. Na, schauen wir uns jetzt mal im Spiel an. Also wir haben die Grafikeinstellungen hier auf Ultra stehen, also sprich, wir haben eine sehr hohe Pflanzendichte, eine sehr hohe, ja, Schattendetails. Also es sieht alles sehr, sehr, sehr dicht und bewachsen aus. Und so würde das dann in-game aussehen. Das ist eigentlich auch so eine coole Sache, dass man einfach in-game direkt reinswitchen kann. Man muss nicht irgendwie noch irgendwelche komischen Umwege gehen, irgendwas entpacken oder installieren oder sonst irgendwas, sondern man startet einfach das Spiel und kann direkt drin loslaufen und ja, je nachdem, was man halt schon programmiert hat, auch die Events auslösen. Das ist eigentlich super cool gelöst. Also ich finde das sehr, sehr, sehr cool und halt auch sehr einfach gehalten, was dann halt auch jeder ziemlich einfach hinkriegt dann. So, ja, dann gehen wir mal wieder raus. Dann kommen wir mal zu den nächsten, und zwar zu den Props. Die Standard-Props sind die hier von Cray. Also wenn wir jetzt hier mal reingehen in Delivery. Und zwar gibt es hier zusätzliche Props, die man erwerben kann. Aktuell kann man kein Geld investieren. Ich weiß nicht, ob das in der Zukunft kommen soll. Ich habe gestern nachgefragt, wie das laufen werden soll. Ich habe jetzt bis jetzt noch keine Antwort bekommen, da die wahrscheinlich in Amerika sitzen und ich weiß nicht, wann die dann da Zeit haben oder wann die arbeiten, um das zu beantworten. Auf jeden Fall ein sehr nettes Team. Erstmal großes Lob ans Team von Cray. Und genau, man kann dann hier verschiedene Props noch erweitern und kaufen, je nachdem, was man halt so für ein Spielgenre erstellen will oder welches Umfeld man haben will. Zum Beispiel gibt es hier so Lagerhallen-Props oder von Polygrade gibt es zum Beispiel sogar Fahrzeuge und Gebäude oder hier dann Schilder und Straßen und so Bäume. Und das Schöne ist, dass dieses gesamte Spiel, egal wo man jetzt hier die Props sich besorgt, dass dieses Grafische eigentlich immer so beigehalten wird, ne? Also, dass da keine großen Unterschiede sind. Bei Unreal Engine oder sowas, da muss man sich im Prinzip für ein Grafikdesign erstmal entscheiden und kann dann nicht einfach irgendwas anderes nehmen. Und da stößt man sehr schnell oft auf, ja, Probleme, weil man dann sagt, okay, nee, das passt nicht so ganz da rein. Das finde ich eigentlich ziemlich cool, dass hier dieses Grafikdesign eigentlich immer gleich bleibt. Also, klar, es gibt mal hier so ein düsteres Design oder weniger, eher fröhliches Design, aber wie beschreibe ich das? Von den Polygonen her und von der Textur her ist es eigentlich immer ziemlich gleich. Das finde ich eigentlich sehr cool. So, und die Sachen von Cray, die hat man von Beginn an. Also sprich, hier zum Beispiel Subterra, World Puzzle, habe ich ja euch ja auch schon mal ein bisschen gezeigt im ersten Video. Oder diese Kreaturen, die hat man alle hier schon zu Beginn. Und die könnt ihr auch einfach gleich benutzen. Ja, genau. Jetzt fangen wir mal an, hier vielleicht so, ja, vielleicht hier dieses Magical Forest. Hier zum Beispiel, jetzt ist halt die Frage, wollen wir normale Hausbäume oder, ja, das muss man sich halt so ein bisschen überlegen.
Oder so eher ein Laubwald. Wie diese Ash Trees finde ich ganz cool. So, und dann wählt man einfach so ein Bäumchen an und kann diesen Baum dann hier so hinpflanzen. Ja, also zum Beispiel hier so. So, voilà, da steht der da. Und ich kann den auch sofort im Spiel sehen. Ich muss nicht irgendwie noch irgendwas machen oder umdingseln oder sonst was. Ja, auf jeden Fall, was können wir mit diesem Baum hier so machen? Also wenn wir Doppelklick auf den Baum machen, kriegen wir ein paar diverse Möglichkeiten. Wir können zum Beispiel Power-Off machen. Ist ein bisschen komisch, aber das hat ist eigentlich so im Prinzip immer dasselbe. Power-Off bedeutet eigentlich im Prinzip, ob dieser Prop lebendig ist, beziehungsweise einen Bewegungsablauf hat. Also sprich, wenn ich ein Monster hinsetze oder eine Kreatur und ich mache Power-Off, ist er zwar da, aber er existiert im Prinzip nicht. Also sprich, er ist nur optisch da, aber ja, er bewegt sich halt nicht und er ist nicht aggressiv oder sonst irgendwas. Deswegen muss man Power-On machen. Ob es zerstörbar ist? Man kann alle Props zerstören, sprich zum Beispiel durch Schüsse, durch Schläge, durch Bomben, was auch immer, ist zerstörbar. Wenn man auf zerstörbar stellt, kann man hier die Menge, wie viel Schaden man drauf machen muss, damit es kaputt geht. Also man kann zum Beispiel 50 sagen oder 9999. Das ist möglich. Und dann kann man da drauf rumhauen oder was auch immer. Und dann geht das kaputt, wenn es zu viel Schaden erreicht hat. Dann kann man hier ja so diverse Dinge einstellen. Ich habe mich da selber mit auch noch nicht beschäftigt. Aber es gibt zum Beispiel, man kann lose Blöcke setzen oder Props setzen. Wenn man zum Beispiel einen Würfel setzt und man ballert drauf, dann kann man den entweder fest haben, also dass der sich nicht bewegt, dass er nicht umfällt. Man kann ihn aber auch dynamisch machen, also sprich, dass wenn ich drauf haue oder dagegen fahre oder sowas, dass der sich bewegt. Das kann man hier mit einstellen. Dann kann man hier auch physisches Material, damit habe ich mich auch noch nicht beschäftigt, aber man sieht jetzt hier zum Beispiel Eis. Ich gehe mal davon aus, dass damit gemeint ist, wie die Beschaffenheit ist. Also sprich, wenn ich jetzt hier auf Eis gehe, dann ist die Beschaffenheit davon eher glatt. Genau. Dann kann man auch einstellen, dass diverse Dinge Aua machen, wenn man sie berührt. Also sprich, wenn ich hier auf... wo war es denn jetzt? Jetzt ist es weg. Hier, genau. Deal Damage on Contact. Sagte eigentlich, soll ich Schaden kriegen, wenn ich es berühre. Kann man anschalten, dann kann man auch einstellen, wie viel Schaden man bekommt, wenn man den Baum jetzt berührt. Zum Beispiel, man könnte einen Kaktus erstellen, wenn ich an den Kaktus drangehe, soll ich Schaden kriegen. Und dann kann man hier einstellen, Intervall, also wenn ich jetzt hier 1 einstelle, dann tut der Kaktus jede Sekunde mir einmal 10 Schaden machen oder 100 Schaden, was man halt hier einstellt. Das wäre eine Möglichkeit. Man kann aber auch auf Heilen stellen. Also sprich, ich gehe zum heilenden Baum oder zu so einem Wasserbrunnen jetzt als Beispiel. Komme ich in die Nähe des Wasserbrunnens, bleibe ich da stehen, kriege ich jede Sekunde ein HP. Also Gesundheit oder 10 Gesundheit oder was auch immer man eingestellt hat. Dann kann man auch einstellen, was den Schaden oder was auslöst, dass ich Schaden kriege. Also zum Beispiel geht auch das Props, also zum Beispiel Monster, zu einem Baum gehen könnten oder an einen Kaktus kommen und dadurch Schaden kriegen. Geht auch. Also sprich, ich kann zum Beispiel auch einen Block setzen, der aus Lava besteht und fällt der Mob da rein, soll der sterben, zum Beispiel jetzt. Ja, also nicht nur ich soll sterben, sondern auch der Monster soll sterben, wenn er da reinfällt. Deswegen kann man hier zum Beispiel einstellen, entweder Target, also spezifizierte Objekte, was eher wenig Sinn macht, oder any Prop or Player. Das macht eigentlich am meisten Sinn, weil einfach der Prop und man selber Schaden kriegen soll. Man könnte sich aber auch vorstellen, man hat ein Feuermonster, der vielleicht zum Beispiel keinen Schaden kriegen soll, wenn er durch Lava geht, aber wir selber schon. Also sprich, würde man dann zum Beispiel irgendeinen Spieler einstellen, also sprich, egal welcher Spieler dem Feuer zu nahe kommt, kriegt der Schaden und der Feuerelementar jetzt beispielsweise, der dann da in der Nähe rumläuft, würde dadurch nicht sterben. Das kann man zum Beispiel einstellen. So, machen wir das wieder aus. So, wir können natürlich die Props auch verschieben, also sprich einmal horizontal und vertikal, also Höhe oder Tiefe, ja. Dadurch kann man auch nochmal ein bisschen Vielfalt reinkriegen, wenn man sagt, okay, ich möchte, dass der Baum ab hier beginnt
kann man das tiefer setzen. Ich möchte, dass der Baum hier beginnt, kann man den höher setzen. Natürlich können wir auch drehen. Wir können aber auch in der X-Achse drehen, also zum Beispiel einen schiefen Baum machen. Wir können aber auch in der Z-Achse, also in die andere Richtung, also es ist keine Grenzen gesetzt. Dann gibt es natürlich auch noch Scale, was sehr cool ist. Wir können den in die Größe ziehen und in die also auch klein machen, wodurch wir auch Vielfalt erzeugen können. Wir können den Baum aber... Ah, Bäume gehen nicht. Okay. Es gibt diverse Props, die kann man verzerren. Ja, also zum Beispiel, warte mal. Hier bei Primitive. Wenn man jetzt zum Beispiel jetzt nichts findet, was man bauen möchte, zum Beispiel eine Hauswand oder sowas, dann kann man aber auch hier so einen Würfel nehmen und den Würfel hier ziehen, ja. Also ich kann auch hier daraus dann den Würfel ziehen und das so machen, wie ich mir das vorstelle. Man kann dann auch theoretisch eigene Dinge erschaffen, ja. Ist zwar nicht ganz so einfach, aber geht auch. Man kann das Ganze dann, seinen Entwurf auch speichern. Das machen wir dann aber später mal noch, wenn wir das eine da durchgehen. Und dann kann man dieses eine Objekt speichern und daraus dann eine Kreation erstellen und diese dann auch immer wieder verwenden. Also super nice ist das. So, man kann hier auch bei, wo ich gerade sehe, wenn wir schon bei dem hier sind, eine Farbe einstellen. Hier gibt es ein bisschen mehr Sachen einstellen. Man kann auch hier die Größe verändern, also man muss nicht ziehen. Man kann hier auch jederzeit zum Beispiel auf Plane umstellen oder auf Pyramide. Man kann einstellen, dass das unsichtbar ist. Man kann die Farbe wechseln, ja, wenn man will. Wenn man eine rote Wand haben will. Und halt das, was wir beim Baum auch haben. Es lohnt sich immer mal, Doppelklick auf ein Objekt zu machen, um reinzuschauen, was man da so machen kann. Genau. Das so im Groben zu den Props. Die einzelnen Funktionen, wie zum Beispiel Glue, Target, Power, Boxing, Clone. Gut, Clone ist, glaube ich, selbsterklärend. Das werden wir nochmal später in einem anderen Video genauer erklären, weil das ein bisschen dann sehr ausschweifen würde jetzt in die Grundelemente. Aber damit ihr schon mal wisst, wie man Bäume pflanzt und sie verändert und editiert, damit das einfach eine schöne Landschaft wird. Genau, das im Prinzip funktioniert das dann auch mit Pflanzen, mit Monstern, mit Schränken, mit Türen, mit allen funktioniert das im Prinzip genauso. Einfach reinziehen, hinplatzieren, editieren, Größe, Drehung, whatever. So, ja, dann machen wir das Finish. Das Video wird eh schon ziemlich lang. Und zwar das Ambiente, sage ich jetzt einfach mal dazu. Und zwar können wir im Live-Modus bestimmen, von welcher Seite die Sonne kommt. Wir können sie sehr zentral stellen, was sehr unlogisch aussieht, aber ist möglich. Wir können auch sagen, dass sie im Westen ist oder im Osten oder im Süden oder im Norden. Das kann man machen, wie man lustig ist oder wie weit die Sonne unten sein soll. Ne? Dann kann man hier sehr lange Schatten machen oder wenn sie sehr weit oben steht, also zum Beispiel mittags, dann eher weit oben steht. Ja? Also da kann man sich rumspielen. Dann kann man natürlich auch die Helligkeit einstellen, also wie stark die Sonne scheint. Das kommt vielleicht auch immer ein bisschen aufs Gebiet ein. Oder wenn man eben eher nachts haben möchte, dann macht es vielleicht nur Sinn, dann die Sonne hier ganz runter zu setzen. Oder eben mittig, damit man keinen Schatten hat. Aber man hat ja meistens auch nachts noch einen gewissen Schatten durch den Mond. Dann kann man natürlich auch die Sonnenfarbe einstellen. Dadurch kann man auch diverse atmosphärische Eigenschaften erstellen, zum Beispiel eher so Mars oder wenn man auf der Arktis ist, dann vielleicht eher so einen bläulichen Touch, ja. Also da kann man rumprobieren bis zum geht nicht mehr. Ambiente kann man auch noch einstellen. Ja, ist halt auch nochmal so ein farblicher Touch, zum Beispiel hier, da sieht man hier, dass der Felsen so ein bisschen bläulich wird. Einfach rumprobieren, was euch gefällt. Dann kann man hier noch Himmel einstellen, also was man oben sehen will. Da gibt es auch relativ viel kreatives Zeug. Much Star, zum Beispiel, wenn man eher nachts macht. Dann, ja, weiß nicht, sehr
dunkelpolar, zum Beispiel, wenn man eher in der Arktis spielt. Hier, wenn das so eine verträumte Welt sein soll. Oder wenn man auf einem Trip ist. Oder hier zum Beispiel kaltes Wetter, was ja zurzeit sehr gut passt. Arctic Mountain, wenn man irgendwo auf dem Berg ist, ne? Sieht super cool aus. So, dann kann man auch Wasser einstellen. Ja, es gibt Wasser. Man kann dann einstellen, wie hoch das Wasser sein soll. Hier kann man auch diverse Einstellungen machen. Zum Beispiel der Nässegrad, ja. Zum Beispiel, dass da, wo das Wasser ist, soll natürlich die Landschaft drumherum so ein bisschen nass sein. Das kann man hier so einstellen. Oder in welche Richtung das Wasser ausgerichtet sein soll, wie schnell sich das Wasser bewegen soll. Was kann man noch einstellen? Ja, hier zum Beispiel, wie gut man hier diese Wellen sehen soll. Wave Texture Scale zum Beispiel. Je größer man macht, man sieht's ja, ne? Das wiederholt sich halt im Prinzip. Man kann auch die Wellen niedriger stellen. Man sagt, ich möchte eher flache Wellen. Dann kann man hier, was, die werden jetzt höher, Amplitude einstellen. Also sprich, wie hoch die Wellen sich bewegen sollen. Kann man ganz viel einstellen. Einfach ausprobieren, was man möchte. Und man kann natürlich auch wieder das komplette Wasser ausmachen. Dann gibt es Filter, was ziemlich cool ist. Denn bei den Filtern gibt es so diverse Vorlagen, was ich ziemlich cool finde. Wenn man jetzt sagt, ja, ich möchte nachts haben, dann stellt er auf nachts. Ich möchte, dass das Wetter eher warm aussieht. Zum Beispiel für einen Canyon. Ich möchte so einen Old-Look haben. Ich möchte einen Mars-Look haben. Ich möchte einen Dschungel-Look haben. Sinister, was auch. Ah, das sind so das. So diverse Sachen, sehr, ja, so eher so schwarz-weiß, ne? Farbenfroh. Also da gibt's alles Mögliche, was ihr da machen könnt. Einfach ausprobieren. Kommt halt auch immer ein bisschen drauf an, was man halt selber an Landschaft erstellen möchte. Dann kann man hier noch Fog einstellen, also sprich Nebel. Ja. Dass man zum Beispiel sagt, ich möchte nicht, dass man so weit da hinten hinsehen kann. Kann man hier so Stärke einstellen. Dann ob es linear oder Höhennebel ist. Dann die Mindestdistanz, also bis wohin man mindestens sehen, also ab wann der Nebel mindestens anfangen soll. Die Höhe. Ich kann zum Beispiel einstellen, dass der Nebel nur so am Boden ist oder auch bis oben hin. Und die Sonne. Wenn man jetzt sagt, wo haben wir denn die Sonne hin? Also wie stark die Sonne Lichtstrahlen durchlässt. Haben wir jetzt gerade keine Sonne irgendwie, so wie es aussieht. Aber lauter so Spielereien kann man da machen. Es kommt immer ein bisschen drauf an. So Nebel kann immer sehr cool sein. Vor allem, wenn man vielleicht nicht so weit bauen möchte. So, dann sieht das Ganze nämlich dann im Spiel so aus. Und das ist eigentlich ziemlich nice. Aber da kann man ausprobieren. Einfach rumprobieren, machen und tun. Jeder hat da so seine eigenen Vorlieben und Vorstellungen, wie etwas gut aussieht. Einfach ausprobieren. Dann kann man Terrain. Das ist eigentlich im Prinzip so ein bisschen. So, also ich habe selber noch nicht ausprobiert, aber soweit ich weiß, ist das hier, um ein Terrain zufällig zu erstellen, ja, also ein Randomat im Prinzip, damit nicht alles so flach ist, das kann man damit einstellen. Habe ich selber noch nicht ausprobiert, aber ganz nice. Dann haben wir die Kamera, und zwar können wir hier einstellen, wie weit wir rausscrollen können und wie weit wir maximal reinscrollen können. Also wenn ich jetzt hier ziemlich niedrig einstelle. Also ich kann jetzt hier über seinen Kopf gehen oder so weit raus. Und wenn ich jetzt das Ganze näher mache, zum Beispiel maximal so, vielleicht so ein ganz kleines bisschen, so,
Field of View kann man hier auch einstellen und Kollision von der maximalen Distanzkamera. Dann kann man hier nur noch so weit raus. Also man kann da ein bisschen rumspielen, damit man nicht zu weit rausscrollen kann. Man kann natürlich auch so einstellen, dass man unglaublich weit rausscrollen kann. Ja, fast schon so. Warte mal. So, 150. Das wäre jetzt hier das volle Spektrum an Kamera-Zoom-Fahrt. Da kann man theoretisch, es gibt ja die Möglichkeit, zum Beispiel ein RPG, so ein Hack-and-Slay-RPG draus zu machen, ja, wo man in dieser Kameraentfernung spielt. Gibt's ja ganz viele davon, von solchen Spielen. Alles möglich, alles möglich. So, dann der letzte Punkt, Der letzte Punkt ist Physik. Und zwar kann man hier die Gravity einstellen. Also sprich, ich kann zum Beispiel die Gravity verringern. So. Warum geht? Warte mal, ich glaube, es geht gerade nicht. Genau, ich habe ja bei meinem Charakter, das haben wir auch noch gar nicht durch, aber das können wir auch mal durchgehen. Und zwar kann ich hier mein Gewicht einstellen. Ich kann mich leichter machen. Ich kann auch zum Beispiel die Jump-Höhe einstellen. Hui! Na, das ist alles möglich. Was man hier alles machen kann, ist unglaublich. Genau. Physik. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ah, das hier ist dieses Terrainmaterial, wie sich das verhalten soll. Hier kann man verschiedene Dings erstellen. Das wusste ich zum Beispiel noch nicht. Wie es sich auf regulär verhalten soll, wie es sich auf bouncy verhalten soll. Das ist ja ganz geil. Genau. Regulär. Kann man hier diverse... Das ist eigentlich ziemlich cool. Da kann man, je nachdem, auf was für ein Terrain, zum Beispiel, wenn man eher Schnee hat, dass man sehr schwer hat, hochzukommen, ne? Also das Hüpfen etwas schwerer macht. Oder dass man langsamer läuft, ne? Cool. Das wusste ich auch noch nicht. Oder dass man auf Stein halt dann schneller läuft. Eigentlich geil. Ja! So, da haben wir das erste Tutorial fertig. Ich weiß, es ist ziemlich viel. Das sind jetzt immerhin fast 50 Minuten. Ich hoffe, ihr konntet damit jetzt einen kleinen Einblick bekommen von den Grundelementen dieses Editors. Als nächstes werden wir dann anfangen, das Spiel, was wir im ersten Video, also gestern, vorgestellt haben, nachzubauen. Wo ich euch erkläre, Schritt für Schritt, wie man im Editor ein Spiel erstellt und diesen Game-Mode, sage ich jetzt mal, erstellt, wo man Monster umhaut in Waves und diese dann Punkte geben und dann, ja, je nachdem, wie man es halt einstellt, dann entweder, wenn man schnell ist oder wie viele Punkte man am Schluss hatte. Ich freue mich, wenn ihr da einschaltet morgen und wenn ihr Fragen habt, wie etwas wie funktioniert, schreibt es mir in die Kommentare. Cray selber, sage ich nochmal dazu, ist komplett kostenlos, also ihr müsst nichts bezahlen dafür. Also probiert es einfach selber aus und vielleicht ist das für den einen oder anderen was und vielleicht auch nicht. Einfach probieren, learning by doing. Bis dann, ich bin euer Xaok und sage ciao, ciao.